Aber da ist auch etwas Beunruhigendes in ihrem Leben. Ich habe seit 4, 5 Jahren jetzt immer wieder den gleichen Traum. Da sehe ich mich in einem bodenlangen, grauen Leinenkleid. Dieses Kleid passt überhaupt nicht in die heutige Zeit, auch nicht in die Zeit von meiner Oma oder so. Hier hat es eine zweifache, so eine Kordel und unten zwei Pommelchen. Und ich möchte einfach wissen, was es mit diesem Traum auf sich hat. Dieser Traum ist wiederkehrend. Ich habe den Eindruck, da muss irgendwas sein in meinem Leben. Ich möchte gern wissen, was das ist. Lisa nimmt uns mit zum Mattsee nahe Salzburg. Nach einer Wartezeit von 2 Jahren hat sie endlich einen Termin bei Ursula de Marmels. Sie ist Rückführtherapeutin und hat schon über 1000 Menschen bei ihrer Reise in ein früheres Leben begleitet. Die Menschen möchten ganz einfach wissen, war ich ein guter Mensch, ein böser Mensch? Hatte ich Kinder? Hatte ich eine Frau? Hatte ich einen Mann? War ich verliebt? War ich glücklich? War ich unglücklich? Die möchten mehr über persönliche Geschichte, über ihre Emotionen etwas wissen, als dass sie jetzt genau einen Brückenpfeiler beschreiben können oder eine Statue oder ein Wappen. Das ist eigentlich das, was dann mehr oder weniger in den Hintergrund kommt, wenn man plötzlich merkt, boah, ich bin in einem Vorleben, ich kann riechen, ich kann sehen, ich kann fühlen. Wer zu einer 3- bis 4-stündigen Sitzung in das Haus von Ursula de Marmels und ihrem Mann Gerhard, Dozent an der Salzburger Uni, kommt, sieht sich in seinem Vorleben als ganz normaler Mensch mit Freud und Leid der jeweiligen Zeit. So ist es meistens. Wie wird es Lisa heute ergehen? Wird sie eine Antwort auf die Frage finden, wer sie einst in dem grauen Kleid aus offenbar längst vergangener Zeit war? Aufsetzen der Maske und, unter Hypnose, langsames Eintauchen in ein Geschehen, das viele später als spannendste Expedition ihres Lebens bezeichnen. 4 Jahre lang derselbe Traum. Lisas Bereitschaft, sich einzulassen, ist groß. Aber wohin die Reise geht, wissen beide Frauen nicht. Du gehst jetzt in eine Szene, wo du mit deiner Mutter zusammen bist. Vielleicht kommt etwas, vielleicht nicht. Fühl einfach mal hinein. Sag mir, wo ihr seid, was die Mutter macht. Was geht's? Ich bin ein Mädchen von 6 Jahren. Und muss mich immer durchsetzen. Gegen was und wen? Gegen diese Mutter, die mich nicht mag. Ist es deine Mutter? Ich meine richtige. Und warum mag sie dich nicht? Warum mag sie ein kleines Mädchen nicht? Man kann ihr nichts recht machen. Was ist mit deinen Eltern? Die haben mich auf diese Burg gegeben. Zu diesen fremden Leuten. Und jetzt gehst du von der Burg runter. Wie weit geht man da zur nächsten menschlichen Siedlung? Zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde. Und welcher Ort kommt da? Könnte Eisenach sein. Die Wartburg über Eisenach, mitten im Thüringer Wald. Nie zuvor in ihrem jetzigen Leben war Lisa auf der Wartburg. Sie und wir wissen nur, wie sie in Trance eines ihrer Vorleben auf der mittelalterlichen Burg geschildert hat. Die Spurensuche beginnt. Was genau hat Lisa unter Hypnose gesehen? Und was hat dieses Bild mit der Wirklichkeit zu tun? Werden wir gleich miterleben, wie sich alles nur als Traum, als Trugbild erweist? Oder findet Lisa Indizien dafür, dass sie in einem anderen Körper zu einer anderen Zeit auf der Wartburg gelebt hat? Folgen wir ihr und behalten wir einen kühlen Kopf. Der Innenhof, da kommen wir jetzt in den Innenhof von der Burg. Das ist genau das, was ich gesehen habe. Wow.
Ach, da oben das Fenster. Was elektrisiert Lisa ausgerechnet an diesem unscheinbaren Fenster über dem Eingangstor des Palas, Haupthaus der Wartburg und bereits im 12. Jahrhundert errichtet? Ich bin in einer Kammer eingesperrt und schaue auf den Innenhof runter. Wie alt bist du da? Zwischen 12 und 14 irgendwo. Also dieses Fenster, das habe ich ganz deutlich gesehen, als ich da stand, vor allen Dingen so gebeugt, als Kind, auch als Jugendliche, als Erwachsene so rausgeguckt habe. Da habe ich den Mann beobachten können und ich hatte auch hier den Blick auf den Brunnen zu dieser Wäscherin, die ich gesehen habe, mit ihrer weißen Mütze. Ich habe eine Freundin, die heißt Elsa. Mhm. Die ist Wäscherin. Mhm. Ich kann sie von der Kammer aus sehen. Die Wartburg wurde in ihrer 900-jährigen Geschichte oft umgebaut und erweitert. Aber eines blieb immer gleich. Das kleine Fenster über dem Palaseingang. Nirgendwo auf der Burg gibt es ein Fenster, das mit Lisas Ausguck zu verwechseln wäre. Da bin ich gegenüber zum Gebäude. Das schaut aus wie eine Stallung oder vielleicht auch eine Schmiede, ich weiß es nicht. Da gibt es einen Mann, der sorgt sich um mich. Er ist wie ein Vaterersatz. In dem Gebäude da drüben, da war der Mann immer, der gut zu mir war. War schon ein älterer Mann. Ich weiß nicht, was das da drüben war, aber ich verbinde es immer mit, wie mit einer Schmiede oder mit Tieren oder. Also auf jeden Fall Bedienstete, die hier waren. Und der hat mir oft geholfen. Überwältigt von ihren Gefühlen starrt Lisa auf das Gebäude gegenüber, das vor ein paar hundert Jahren ein einfaches Fachwerkhaus war. Lisa hat nun keinen Zweifel mehr daran, vor langer Zeit einmal in einem anderen Körper hier oben gelebt zu haben. Doch noch weiß sie nicht, wann das war. Und sie brennt darauf zu erfahren, wer sie in diesem Vorleben war. Eine Magd? Vielleicht eine Wäscherin? Eine Antwort hofft Lisa nun mit Hilfe von Ursula de Marmels zu finden. Stell dir vor, dieser Mann ruft dich. Was sagt er? Elisabeth. Elisabeth. Noch irgendwas? Ja. Thüringen. Was ist im Leben als Elisabeth? Was ist wichtig jetzt? Du hast einen Mann, du hast einen Sohn. Ludwig. Ludwig. Heißt dein Sohn? Lisas Seelenreise scheint sie 800 Jahre zurückzuführen. Zu Ludwig, Landgraf von Thüringen, und seiner Frau Elisabeth, Königstochter aus Ungarn. Nur 6 Jahre währte ihre glückliche Ehe, so die Geschichtsbücher. Dann hatte der Tod andere Pläne. Lisa Bach ist verstört. Ausgerechnet ich war Elisabeth, eine der bekanntesten Frauengestalten des Mittelalters und Heilige der katholischen Kirche. Für mich selbst, nicht für die anderen, möchte ich noch tiefer einsteigen und mehr Beweise dafür finden, dass ich wirklich Elisabeth war, sagt Lisa. Wir folgen ihr und beobachten genau. Der heilige Saal. Hier wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Das war der Raum, da wo sich mein Mann aufgehalten hat, aber auch meine Stiefmutter war sehr oft da. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Diese Präsenz dieser Stiefmutter. Ich weiß nicht, mit der Frau habe ich mich nicht verstanden. Es ist wie die Löwen, sich festbeißen wo. Alle hängen an mir, nörgeln rum, wie die auf mich eingehackt haben. Die ganze Zeit, nichts konnte man recht machen. Elisabeth schlug nicht nur von Seiten ihrer Stiefmutter, sondern auch anderen Mitgliedern des Thüringer Adels Kälte und Abweisung entgegen. Das ist urkundlich belegt. Plötzlich scheint die Zeit stillzustehen. Und dieses Bild als Vierjährige, wie ich angekommen bin.
1211. Ankunft der vierjährigen Elisabeth bei ihrem Verlobten Ludwig auf der Wartburg. Lisa glaubt, das kleine Mädchen auf dem Pferd, das war ich.